Russischer Angriff auf die Ukraine. Zu Land, zu Wasser und in der Luft. Krieg auch im Cyberraum. Am ersten Tag fallen europaweit zehntausende Modems des Satellitenbetreibers Viasat aus. Es ist eine russische Cyberattacke. Russland startete Cyberangriffe, um die ukrainische Befehlsstruktur während der Invasion zu unterbrechen. Doch es geht um weit mehr als nur um die Ukraine. Im Cyberkrieg ist die Ukraine für Russland ein Testfeld. In Deutschland kappen russische Hacker am ersten Kriegstag die Datenverbindung von fast 6000 Windrädern. Unsere Kundschafter sind nie zurückgewichen und haben jeden Befehl ausgeführt. Der Kreml hat immer bestritten, hinter Cyberattacken zu stehen. Doch jetzt belegt ein Datenleak erstmals, dass Hacker im Auftrag Russlands tatsächlich Angriffe planen. Mehr als 5000 Seiten mit technischen Anleitungen, hunderte E-Mails, sogar Überweisungsdaten von einer geheim operierenden russischen Firma. Ihr Name? NTC Vulkan. Nein, ich will nichts sagen zu Vulkan. Kein Kommentar. Vulkan arbeitet auch für den russischen Militärgeheimdienst GRU mit seinen Hackern in Moskau-Chimki. Vulkan ist eine Säule des russischen Polizeistaats. Vulkan entwickelt Software, die gegen das eigene Volk und gegen andere Länder eingesetzt werden kann. Am 24. Februar 2022 greifen Putins Truppen die Ukraine an. Von Norden, Osten und Süden aus rücken russische Truppen vor. Viele Ukrainer flüchten in Bunker und U-Bahn-Schächte. Allein in den ersten Tagen sterben hunderte Zivilisten. München, fast zur selben Zeit. Hannes Munzinger, damals bei der Süddeutschen Zeitung, kommt in den ersten Kriegstagen mit einem Whistleblower in Kontakt. Es meldete sich eine Person über ein digitales Postfach, über das man anonym Hinweise geben kann. Und diese Person sagte, ich möchte Daten teilen, ich möchte geheime Dokumente teilen über eine Firma. Und hinter dieser Firma verbergen sich Geheimdienste. Die Person will anonym bleiben. Ob Mann oder Frau, bleibt unklar. Ein verschlüsselter Chat beginnt. Es sind tausende Seiten. Sie zeigen Pläne für den russischen Cyberkrieg. Die Dokumente erweisen sich als interne und geheime Papiere der Firma Vulkan. Wir haben über Wochen Nachrichten hin und her geschickt und nach und nach habe ich immer mehr Material bekommen. Wir mussten zunächst einmal diese Dokumente übersetzen, denn sie waren alle auf Russisch und haben einen ersten Eindruck gewonnen und haben festgestellt, was die Quelle über diese Dokumente sagt und über diese Firma, das trifft zu. Es geht hier um Geheimdienste und es geht um im Prinzip digitale Kriegsführung. Moskau, Firmensitz von Vulkan. Im Nordosten der Metropole, in der Straße Ibrahimova 31. Ein internationales Team von mehr als 50 Journalisten von 11 Medienhäusern, darunter das ZDF und der Spiegel, beginnt, die Dokumente aus dem Inneren der IT-Firma zu analysieren. Im Netz präsentiert sich Vulkan als eine friedliche, moderne Softwarefirma. Das Allerwichtigste ist der Wunsch, die Welt zu etwas Besserem zu machen. Doch die Vulkan-Files zeichnen ein anderes Bild. Demnach entwickelt Vulkan von April 2018 bis zum 25. Oktober 2020 eine Software mit folgendem Ziel. Lahmlegen von Kontrollsystemen von Eisenbahn-, Luft- und Schiffstransport. Störung von Energieunternehmen und kritischer Infrastruktur. Und
Identifizieren von Schwachstellen kritischer Infrastruktur, um sie anzugreifen. Berlin. Konstantin von Notz ist Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums für die Geheimdienste. Russische Cyberangriffe beschäftigen ihn schon lange. Mit den Vulkan-Files liegen nun erstmals eindeutige Belege vor. An diesen Beispielen und auch an vielen Vorfällen der letzten Jahre wird deutlich, dass es eine reale Gefahr aus dem Cyberraum gibt für die kritische Infrastruktur in Deutschland. Die Vulkan-Files. Ein seltener Einblick. Ich gehe fest davon aus, dass es Hunderte von solchen Cyberwaffen gibt, die überall sozusagen entwickelt werden, weil diejenigen, die in solchen Szenarien denken, sich längst darauf vorbereiten, dass eben ein Großteil der Auseinandersetzung der Zukunft digital und über den Cyberraum erfolgen wird. Wie groß ist die Gefahr? Die ukrainischstämmige Cybersicherheitsexpertin Marina Krotofil hat die Vulkan-Files monatelang analysiert und warnt. Es verstößt natürlich gegen die Genfer Konvention, weil es um zivile Infrastrukturen geht. Das sind Dinge wie Wasserversorgung, Stromerzeugung und auch petrochemische Anlagen. Das ist natürlich eine sehr besorgniserregende Operation. Wir müssen berücksichtigen, dass all diese Fähigkeiten für das Verteidigungsministerium entwickelt wurden. Die Firma Vulkan entwickelte unter anderem eine Software, mit der weltweit Schwachstellen in Computernetzen gesucht und gesammelt werden sollen. Sobald jemand den Befehl gibt, können diese Netze angegriffen werden. Vulkan nennt die Software zur Schwachstellensuche in fremden Netzen ScanW. Und die dazugehörige Datenbank ScanAS. Wir sehen hier klare Hinweise, dass solche Operationen auch außerhalb Russlands durchgeführt werden sollen. Speziell im Nahen Osten oder in ehemaligen Sowjetrepubliken. Sobald solche Aktionen außerhalb Russlands durchgeführt werden, sind sie offensiv. Das internationale Rechercheteam hat mit mehreren westlichen Geheimdiensten über die Vulkan-Files gesprochen. Vor der Kamera will niemand reden. Doch sie bestätigen, Zitat: Firmen wie Vulkan befähigen den Militärgeheimdienst GRU, seine Cyberoperationen durchzuführen. Programme wie ScanW sind definitiv für offensive Zwecke vorgesehen und passen zur Organisationsstruktur und der Strategie des GRU. Die Vulkan-Dokumente sind ein seltener Fund und helfen zu verstehen, was der GRU vorhat. Kiew, ein Jahr nach Kriegsbeginn. Zerstörte russische Panzer als Trophäen der Ukraine im Stadtzentrum. Den Angriffen mit Panzern und Raketen ging ein jahrelanger Krieg im Cyberraum voraus. Und er war mittendrin. Roman Bojatschuk, von 2016 bis 2019 Chef der ukrainischen Cyberabwehr. Die Ukraine ist für Russland im Bereich des Cyberspace schon lange ein Testgelände für die Erprobung verschiedener Arten von Angriffen und Cyberwaffen. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass wir das Geschehen weiter ganz genau verfolgen, alle Vorfälle untersuchen und uns schützen. Denn all diese Mittel und Methoden können die Russen in der ganzen Welt anwenden. Kommen im Angriffskrieg gegen die Ukraine auch Cyberwaffen zum Einsatz, wie in den Vulkan-Files beschrieben? Die ukrainische Regierung hat jüngst die Lage analysiert. Russlands Cybertaktik, gewonnene Erkenntnisse 2022. In der zweiten Jahreshälfte 2022 stellten wir eine Veränderung des Schwerpunktes russischer Hacker fest.
Weg von Medien und Telekommunikation als Hauptangriffsziel zu Kriegsbeginn hin zur Energieversorgung, die seit Oktober auch ein wichtiges Angriffsziel russischer Raketen war. Die Cyberangriffe unterstützen also die Raketenangriffe. Das haben wir genauso erwartet und Maßnahmen ergriffen, um darauf so weit wie möglich vorbereitet zu sein. Interessant ist, bis zum Beginn des Krieges haben die Russen ihre Cyberattacken im Verborgenen gestartet. Jetzt, mit Beginn der Aggression, agieren sie im Cyberraum ganz offen. Zurück nach Moskau, zum Firmensitz von Vulkan. Hier werden die Programme für den Cyberkrieg entwickelt. Vertragspartner von Vulkan sind auch die russischen Geheimdienste. Unter anderem der berüchtigte Militärgeheimdienst GRU. Eine E-Mail der Firma Vulkan legt das nahe. Vom 27. Mai 2020. IT-Entwickler von Vulkan sollen eine Software installieren und vorführen. Im Moskauer Vorort Chimki. Der Kunde ist in Chimki. Das Gelände ist geschlossen. Die Kontrollen sind streng. Offiziell verbirgt sich hinter diesem Eingang in Chimki eine Baufirma des Militärs. Tatsächlich sitzt hier auch eine Hackereinheit des Militärgeheimdienstes GRU. Ihre Büroräume sind im Glasbau dahinter. Der GRU präsentiert sich stolz bei einer Feier zum 100-jährigen Bestehen. Präsident Putin lobt seine Truppe. Unsere Kundschafter sind, wie es die russische Militärtradition vorsieht, nie zurückgewichen und haben jeden Befehl klar ausgeführt. Auch Befehle zum Töten. Westliche Staaten machen den GRU und den FSB für zahlreiche Auftragsmorde verantwortlich. Russische Geheimdienste sollen hinter dem Tiergartenmord an dem Georgier Selimchan Tschankoschwili 2019 in Berlin stecken. Sergei Skripal war Oberst des GRU und lief nach Großbritannien über. 2018 überlebte er einen Giftmordanschlag des GRU nur knapp. Der ins britische Exil geflohene Oligarch Boris Berezovsky wurde 2013 stranguliert, mutmaßlich vom GRU. Die Vulkan-Files zeigen eine direkte Verbindung von Vulkan zum GRU, zur Einheit 74455. Das sind die Hacker des Militärgeheimdienstes. Vertragspartner von Vulkan. Dieses Dokument protokolliert den Datenaustausch zwischen Vulkan und der Einheit 74455. Wir sehen, dass sie in einer Datenbank Schwachstellen und Informationen sammeln. Von physischen Objekten oder Organisationen, die potenzielle Ziele werden könnten. Die GRU-Einheit 74455 ist unter dem Namen Sandworm bekannt. Die Staatshacker sind verantwortlich für zahlreiche Cyberangriffe auf die Ukraine. London. Der Journalist Andrei Soldatov veröffentlicht seit Jahren zu Sandworm und russischen Geheimdiensten. Er musste deshalb aus Russland fliehen. Für das Rechercheteam analysierte er die Vulkan-Files und die Verbindungen zu Sandworm. Wir wissen, dass diese Gruppe seit über 10 Jahren operiert. Sie haben viele Cyberangriffe durchgeführt, in den USA und in Europa, und haben viele Organisationen im Westen angegriffen. Diese Gruppe ist weiterhin fähig und kompetent. Am 27. Juni 2017 erlebte die Ukraine eine besonders massive Attacke der russischen Hacker. Roman Bojatschuk war damals Chef der ukrainischen Cyberabwehr. Der 27. Juni begann als ganz normaler Tag. Am Morgen war ich bei Regierungssitzungen in der Innenstadt. Und nach den Meetings kamen die Anrufe. Während ich in mein Büro fuhr, es waren vielleicht 40 Minuten,
haben mich 10 verschiedene Leute aus meiner Behörde kontaktiert. Darüber, dass völlig unverständliche Dinge passieren. In Ivano-Frankivsk wurde ein Energieversorger angegriffen. Firmen in der ganzen Ukraine wurden attackiert. Der Cyberangriff nutzte Erpressersoftware. Aber in diesem Fall sollte es nur so aussehen wie eine Erpressung. Es war kein klassischer Angriff mit Erpressersoftware. Der besteht normalerweise darin, in Informationsverschlüsselungssysteme einzudringen, um Geld zu erpressen. In diesem Fall hätte eine Geldüberweisung jedoch nicht dazu geführt, die Systeme zu entschlüsseln. Im Gegenteil, jeder Neustart der Rechner hätte sie unbrauchbar gemacht. Der Angriff der russischen Hackertruppe 74455 geriet außer Kontrolle. Durch die internationale Vernetzung von ukrainischen Firmen breitete sich das Virus weltweit aus und infizierte tausende Computer, auch in den USA. Zum Beispiel die Rechner eines Gesundheitskonzerns in Pennsylvania. Pittsburgh, Pennsylvania. Die US-Justiz greift ein. Vor dem örtlichen Bezirksgericht werden am 15. Oktober 2020 6 russische Hacker angeklagt. Juri Andrienko, Sergei Detistov, Pavel Frolov, Anatoli Kovaljov, Artyom Ochinchenko und Pyotr Pliskin. Sie sollen zu Sandworm gehören, zur Hackereinheit 74455. Der Vorwurf: Verschwörung, Betrug durch Cyberattacken, Beschädigung von Computern, schwerer Identitätsdiebstahl und Beihilfe und Anstiftung. Amerikanische Firmen, die durch die russische Cyberattacke getroffen wurden, verloren viel Geld. FedEx, 400 Millionen Dollar. Ein US-Pharmakonzern sogar mehr als 500 Millionen. Die Anklageschrift beschreibt detailliert, wie die russischen Hacker den Angriff vorbereitet und ausgeführt haben sollen. Ziel waren auch die Olympischen Winterspiele 2018 im südkoreanischen Pyeongchang. 2 Monate vor Beginn der Wettkämpfe hatte das IOC Sanktionen gegen Russland erlassen, wegen systematischen Dopings. Russische Sportfunktionäre wurden ausgeschlossen und russische Sportler durften nicht unter ihrer eigenen, sondern nur unter der olympischen Fahne erscheinen. Als Reaktion startete die Gruppe 74455 laut den US-Behörden einen breiten Hackerangriff, um die Winterspiele zu stören. Mit sogenannten Phishing-E-Mails. Ein Beispiel. Laut den US-Ermittlern versendeten die russischen Hacker eine gefälschte E-Mail an eine Firma des IOC. Die Bewerbung eines Franzosen. Ein Anhang war beim Öffnen unscharf. Ein Pop-up-Fenster forderte dazu auf, zum Anzeigen des Dokuments eine Word-Makro-Funktion zu aktivieren. Dadurch wurde das Dokument zwar scharf, doch gleichzeitig wurde im Hintergrund die Schadsoftware Olympic Destroyer geladen. Kurz nach Beginn der Eröffnungszeremonie aktivierten die russischen Hacker laut Anklage die Schadsoftware. Tausende Rechner des Organisationskomitees und der mit ihm verbundenen IT-Firmen wurden unbrauchbar. Die von den Angeklagten und der Einheit 74455 begangenen Verbrechen sind atemberaubend in ihrem Ausmaß und ihren Auswirkungen. Dublin. Wer sind Putins Cyberkrieger? Das Rechercheteam versucht, mit ehemaligen Vulkan-Angestellten zu sprechen. Ein ranghoher früherer Mitarbeiter lebt mittlerweile in Dublin in Irland. Nachfrageversuch. Hallo, können wir Ihnen ein paar Fragen zu Vulkan stellen? Nein, ich möchte keine Fragen beantworten zu einer Firma Vulkan. Ich will dazu keinen Kommentar abgeben. Kennen Sie ein System ScanW? Nein, sorry, bleibt draußen. Mehr als 90 ehemalige und aktuelle Vulkan-Mitarbeiter hat das Rechercheteam ausfindig gemacht.
Nur einer traut sich anonym vor die Kamera. Er erzählt, als er anfing, bei Vulkan zu arbeiten, sei er unpolitisch gewesen. Doch bald habe er gemerkt, dass mit der Firma etwas nicht stimmte. Vieles sei geheim gewesen. Die Vorgesetzten hätten wie Militärs gewirkt und nur das Notwendigste mit den Angestellten besprochen. Mit der Zeit sei ihm klar geworden, dass auch die russischen Geheimdienste Kunden von Vulkan waren. Ich denke, dass die Hauptauftraggeber von NTC Vulkan der FSB und andere Geheimdienste der Russischen Föderation sind. Insgesamt entwickelt die Firma Angebote oder elektronische Komponenten, mit deren Hilfe die Rechte und die Freiheit der Bürger in Russland eingeschränkt werden. Weil die Firma im Bereich der staatlichen Sicherheit arbeitet, verdient sie viel Geld. Deswegen hatte ich als Mitarbeiter ein Gehalt, das über dem Marktpreis lag. Doch das Geld machte offenbar nicht wett, was ihn zunehmend belastete. Wie das Putin-Regime versucht, Oppositionelle wie den Kreml-Kritiker Alexei Nawalny umzubringen oder wegzusperren. Und die Polizeigewalt. Alltag in Russland. Bei den Kundgebungen für Nawalny oder für die politischen Gefangenen waren viele Polizisten, Soldaten und die Sondereinheit OMON. Als ich gesehen habe, wie sie Frauen schlagen, Menschen in Gefangenenbusse einsperren, da konnte ich nicht mehr im Land bleiben, denn ich bin dagegen. Heute versteht er sich als Kritiker des Kremls und Anhänger von Alexei Nawalny. In Moskau haben sie bei Vulkan weitere Programme entwickelt, mit denen Russland Krieg gegen den Westen führen kann. Ein Produkt der Firma Vulkan nennt sich Amesit W. Zweck des Programms? Informationseinschränkungen in lokalen Netzen und die Schaffung eines eigenen autonomen Datennetzes in vorgesehenen Territorien. Ziel? Offenbar die Übernahme des Internets in russisch besetzten Gebieten. Bei diesem Projekt Amesit war mehr los als bei anderen. Da war wirklich Eile geboten. Und es waren ziemlich viele Leute daran beteiligt, Entwickler auf sehr hohem Niveau. Und sie waren in der Lage, in relativ kurzer Zeit ein hochbelastbares System zu entwickeln. Amesit soll zum Beispiel Internetzugänge sperren und stattdessen eigene russische Inhalte verbreiten. In den Leaks steht, wie das funktionieren soll. Der Zugriff auf unerwünschte Datenkanäle wird blockiert. Anfragen von Usern werden auf erwünschte Internetressourcen in vorgesehenen Territorien umgeleitet. Ihr Ziel ist die vollständige Kontrolle über die Information in dem Gebiet, in das sie einzudringen versuchen. Darum liegt der Schwerpunkt auf taktischen Instrumenten. Man geht also in ein Gebiet, übernimmt die Kontrolle über die Kommunikation und nutzt diese Kontrolle dann, um Desinformation zu verbreiten, soziale Medien zu manipulieren und Informationen zu unterdrücken. Das zeigt, dass hier das Potenzial dafür da ist, auch Kommunikation und auch die Verbreitung von Informationen zu sabotieren und auszuschalten. Und das ist gerade für rechtsstaatliche, demokratische Strukturen wie in Europa, wie in Deutschland eine relevante Bedrohung. Gerade wenn das dann ersetzt werden soll durch andere Informationskanäle, muss man einfach sagen, hier arbeiten Leute an der Sabotage des Informationsflusses. Schon lange verbreitet Russland Fake News über Twitter, Facebook und Co. Neuerdings auch gefälschte Titelblätter westlicher Satirezeitschriften, die so nie erschienen sind. Der ukrainische Präsident Selenskyj, angeblich militärisch am Ende. Die Ukraine, angeblich unersättlich in Bezug auf Waffen und Geld aus dem Westen. Außerdem westliche Politiker, die sich angeblich vor Putin in die Hosen machen. Alles gefälscht. Moskau im Cyberkrieg gegen den Westen. Welche Rolle spielen die Programme der Firma Vulkan? Bei dieser internen E-Mail vom 22. November 2019 geht es um das WAG Schah.
die Militärakademie des russischen Generalstabs. Die hat offenbar Probleme mit den Amesit-Komponenten PMS und PRR zur Überwachung und Manipulation des Internets. Die Vulkan-Software Amesit ist also zumindest hier an der Militärakademie des Generalstabs bereits in Betrieb. Rostow am Don. Vulkan ist russlandweit vernetzt. Hier und anderswo arbeiten Forschungsinstitute mit Vulkan und den Cyberabteilungen der russischen Geheimdienste zusammen. In Rostow ist es das Wissenschaftliche Forschungsinstitut für Funkkommunikation. In Serpuchow, in der Nähe von Moskau, ist das Institut für Technische Physik ein weiterer Partner von Vulkan. In Kursk arbeitet das 18. Zentrale Forschungsinstitut mit Vulkan zusammen. Ein Netzwerk wissenschaftlicher Einrichtungen für den Cyberkrieg. Die Vulkan-Files zeigen: Die russischen Geheimdienste haben vor dem Überfall auf die Ukraine gewaltig aufgerüstet. Putins Cyberkrieger sollen jederzeit zuschlagen können, lebenswichtige Infrastruktur ausschalten und Menschen verunsichern mit Desinformation. Zumindest legen die Dokumente nahe, dass sie diese Cyberfähigkeiten behalten wollen, um solche Operationen durchzuführen. Sie brauchen sie in der Zukunft. An diesen Dokumenten ist auffallend, dass die russischen Cyberanstrengungen aggressiver werden und auch die Aggressivität wächst, mit der sie ihr Hauptziel durchsetzen wollen, nämlich die Kontrolle über Informationsflüsse. Das ist absolut beispiellos. Russlands Krieg im Netz richtet sich gegen innere und äußere Feinde des Putin-Regimes. Er hat für Vulkan gearbeitet und ahnt, wie gefährlich Russlands Cyberkrieger sind. Ich habe Vulkan verlassen, weil ich nicht mehr an der Entwicklung von Projekten für die Geheimdienste beteiligt sein wollte. Russland ist ein Polizeistaat und ich möchte nicht, dass das auch in Zukunft so bleibt. Ich will die Zeit verkürzen, in der das Regime an der Macht ist. Ich will helfen, das Regime zu schwächen. Die Leute sollen wissen, dass es Firmen gibt wie Vulkan, die diese Art von Software entwickeln. Die internationale Recherche begann vor einem Jahr in München, als sich eine Quelle anonym mit internen Dokumenten der Firma Vulkan meldete. Hannes Munzinger erfuhr bis zuletzt nicht, wer der Whistleblower ist. Er oder sie übermittelte die Vulkan-Files. Danach brach der Kontakt ab. Weder die Firma NTC Vulkan noch die russische Regierung beantworteten detaillierte Fragen des Rechercheteams. Wer den Cyberraum beherrscht, hat einen großen Vorteil. Werden hier in Zukunft Kriege entschieden? Sag uns deine Meinung in den Kommentaren. Wieso ausgerechnet Klärwerke ein beliebtes Ziel von Cyberangriffen sind, siehst du in einer weiteren Doku von uns.